Hey Leute, zu einer weiteren Folge auf dem Kanal. Heute haben wir ein kleines Video vor, und zwar geht es heute um 5 Items bzw. 5 Waffen, die in Fortnite Battle Royale entfernt wurden. Falls euch das Video gefällt, lasst uns jetzt schon mal ein Like, eine positive Bewertung und ein Abo da und wir würden sagen, let's go! Wie schon gesagt, geht es heute um 5 Waffen bzw. 5 Items, die in Fortnite Battle Royale entfernt wurden, und ich würde mal sagen, wir beginnen gleich. Und zwar geht es bei der ersten Waffe um die Standard SMG. Falls Leute von euch die Standard SMG nicht kennen, kann ich nochmal kurz ein Bild einblenden. Das war auf jeden Fall die Standard SMG und dies wurde einfach im Februar aus dem Spiel entfernt. Damals gab es ja 3 SMGs, und zwar gab es die Standard SMG, die schallgedämpfte SMG und die taktische SMG. 3 SMGs waren auf jeden Fall relativ viel und deshalb wurde das Item aus dem Spiel genommen, da die Fortnite-Entwickler nochmal mehr Platz für andere Waffen haben wollten und die Standard-SMG in manchen Situationen einfach zu OP war, da sie wirklich eine hohe Feuerrate und viel Damage verursacht hat. Zudem wollen ja die Fortnite-Entwickler immer eine gute Balance im Spiel haben und diese Waffe hat sich nicht wirklich für diese Balance geeignet. Zudem finde ich es nicht schlimm, dass eine von 3 SMGs entfernt wurde, da man über 3 SMGs wirklich einen Überblick hat und 2 SMGs reichen mir eigentlich komplett. Das war mit der ersten Waffe, die aus Battle Royale entfernt wurde, und wir kommen gleich zum zweiten Gegenstand. Dann kommen wir gleich mal zur zweiten Waffe, und zwar handelt es sich bei dieser Waffe um die Zapatron-Waffe. Falls Leute von euch die Zapatron-Waffe nicht kennen, kann ich nur mal kurz ein Bild einblenden. Bei dieser Waffe handelt es sich um einen Laser-Sniper, die derzeit aber nur noch in Rettet-Welt verfügbar ist. Die Eigenschaften von der Waffe ist, dass sie eine wirklich hohe Aufladezeit hat. Da es eine Laser-Sniper war, musste man diese Waffe aufladen, bevor man geschossen hat. Dafür hatte man wirklich einen hohen Schaden verursacht, und wie der Name schon verrät, also Laser-Sniper, konnte man diese Waffe auch auf eine hohe Distanz verwenden. Und damals konnte man mit dieser Waffe wirklich auf eine hohe Distanz Leute One-Shot. Jedoch hat diese Waffe nicht wirklich zu diesem Battle Royale Modus gepasst und deshalb wurde sie nach einer kurzen Zeit wieder aus dem Spiel genommen. Da kommen wir gleich mal zum dritten Gegenstand, und zwar handelt es sich beim dritten Gegenstand um das Jumppad. Ja Leute, um das Jumppad und nicht um das Launchpad, und zwar viele und ich auch verwechseln das Jumppad mit dem Launchpad. Das ist das Jumppad und das ist das Launchpad, Leute. Das Jumppad wurde aus dem Spiel entfernt, wie das Launchpad ins Spiel gekommen ist, Leute. Und falls Leute gibt, die das Jumppad noch nicht gespielt haben, und zwar konnte man sich mit dem Jumppad in einer von 4 Richtungen katapultieren. Dazu hat man keinen Fallschaden bekommen und das Jumppad hat sich wirklich geeignet, um schnell in eine Richtung davon zu kommen, da es wirklich ein Katapult war und man wirklich sehr, sehr weit vorgeschleudert wurde. In meinen Augen ist es wirklich ein richtig geiles Item gewesen und schade, dass es eigentlich entfernt wurde. Jedoch gibt es ja jetzt eine Alternative zu diesem Jumppad, und zwar gibt es jetzt das Bounce Pad. Das Bounce Pad hat auch so einen ähnlichen Effekt, jedoch wird man eher mehr in die Luft geschleudert als in die Weite. In meinen Augen finde ich das Jumppad wirklich relativ geil und es ist wirklich schade, dass es aus dem Spiel entfernt wurde. Trotz allem finde ich das Bounce Pad auch relativ geil und ja. Kommen wir gleich mal zum vierten Gegenstand, und zwar handelt es sich um die Fallenarten. Derzeit haben wir nur eine Falle, die Damage Trap bzw. die Spike Trap. Diese Trap kann man ja auf dem Boden, an der Wand und auf der Decke platzieren. Und damals gab es jedoch 3 Traps, und vor dem Zusammenfügen aller Traps in einer einzigen gab es die Sapping Trap, die Ceiling Trap und die Spike Traps, wobei die Sapping Trap und die Ceiling Trap Elektrofallen waren. Damals konnte man jedoch nicht die Sapping Trap oder die Ceiling Trap oder die Spike Trap auf dem Boden, an der Wand und an der Decke platzieren, sondern man konnte nur die Ceiling Trap an der Decke, die Sapping Trap an der Wand und die Spike Trap am Boden platzieren. Nach einer Zeit haben sich die Fortnite-Entwickler einfach gedacht, wieso man nicht einfach alle 3 in eine einzige Falle kombiniert, und das ist dann so entstanden. Diese Falle, die dann rausgekommen ist, ist die Spike Trap, die wir heute auch als einzige Falle im Spiel kennen. Eigentlich ist es schade, dass die Elektrofallen verschwunden sind, weil der Vorteil an Elektrofallen war einfach, dass man sie auch gehört hat. Wenn man zum Beispiel vor einem Haus stand oder vor einer Tür oder um das Haus herumgegangen ist, konnte man hören, ob da eine Elektrofalle drin war. Die jetzigen Fallen sind nur beim Platzieren hörbar und nach dem Platzieren sind einfach unhörbar. Natürlich kann man sie sehen, aber hörbar sind sie trotzdem nicht, wie die Elektrofallen damals waren. Trotz allem finde ich das Zusammenfügen aller Traps relativ gut, da es auch ein bisschen übersichtlicher rüberkommt, da man nicht nur eine Falle an einem bestimmten Ort platzieren kann, sondern eine Falle, also die derzeitige Spike Trap, am Boden, an der Wand und an der Decke platzieren kann und nicht wie die Ceiling Trap damals, die man nur an der Decke platzieren konnte. Wir kommen gleich mal zum fünften Gegenstand, und zwar handelt es sich hier um die Rauchgranate. Viele kennen die Rauchgranate noch, jedoch wurde sie mit der Season 30 aus dem Spiel entfernt. Die Rauchgranate hat einfach nur eine Rauchwolke verursacht. Diese Rauchwolke hat nicht wirklich einen Vorteil gebracht, weil man konnte sich entweder selber in dieser Rauchgranate verstecken, wenn zum Beispiel Gegner gekommen sind und man relativ low war. Jedoch, wenn man die Rauchgranate auf Gegner geschmissen hat, hat es nicht wirklich einen Vorteil gebracht, weil der Gegner sich einfach nur verstecken konnte. Deshalb wurde die Rauchgranate einfach von den meisten Spielern nicht genutzt und eher von unnötig gehalten, weil sie eben im Endeffekt keinen Vorteil erbracht hat. Das hat natürlich Epic Games gemerkt und dann entschieden, diese Rauchgranate aus dem Spiel zu nehmen, weil sie eben niemand genutzt hat.
Damals hat aber Epic Games schon angeteasert, dass in näherer Zukunft eine Art Rauchgranate in ein Spiel kommt, die aber Damage verursacht, also eine Giftgranate. Im Endeffekt ist auch diese Giftgranate in einem Schienen. Wenn man diese jetzt auf die Spieler nervt, bekommen die auch Schaden, das wirklich relativ OP ist. Und in meinen Augen ist es auch wirklich eine auch viel, viel bessere Variante als die Rauchgranate. Und ja, Leute, das war es auf jeden Fall mit 5 Waffen, bis in 5 Items, die in Fortnite Battle Royale entfernt wurden. Falls euch das Video gefallen hat und ihr nochmal weitere Videos über dieses Thema sehen wollt, lasst auf jeden Fall jetzt ein Like, eine positive Bewertung und ein Abo der Leute. Und sonst wünsche ich euch einen schönen Tag. Haut rein. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along and see it's true.